Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Crusader Kings 3 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier vor uns die Karte der Möglichkeiten. Die Eurasische Platte sehen wir sozusagen fast komplett. Und dann noch große Teile Nordamerikas, Afrikas, oh Gott, Amerikas, ist noch nicht erkundet. Wir sind im Jahre 1066, am 15. September ziemlich genau. Und wir hatten ja gesagt, wir wollten uns darum kümmern, dass wir, oder dass ich, wollte mich niederlassen in der Region Stendal, beziehungsweise hier in der Grenzregion Graf Tietmar wollen wir ablösen. Das ist hier im Großen und Ganzen die Altmark als Region und diese wollen wir quasi als Graf oder Herzog, sind wir das sogar? Ne, Graf. Genau, als Graf ablösen. Ja, da wären wir Vasall vom Herzog Ordruf und heilig im Römischen Reich. Kaiser Heinrich der Vierte, aktuell aktiv. So, wir wollen da spielen und ich weiß nicht, ob ich mich hier jetzt noch mit einem eigenen Charakter oder sowas. Kein Spielärm, Schwierigkeiten. Keine Spielärm und ist generell kann man das auf normal stellen. Achso, das. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich das immer wieder sozusagen erstmal langsam. Na, mal gucken. Wir gucken mal, ob wir da noch ein neuen Charakter machen können. Iron Man. Ah, das wollen wir lieber nicht machen. Immer nur aktivieren. Was macht das? Spiel wird automatisch gespeichert. Charaktere können nicht gewechselt werden. Mehr Spieler ist nicht erlaubt. Okay. Schwierigkeiten machen wir normal, das ist okay. Mehrspielermodus haben wir nicht. Geschlechterrechte sind Standard. Mongolische Invasion Standard. Die Mongolen fallen um das Jahr 1200 herum ein. Das wird dann halt ihm passieren. Da sind wir uns dessen bewusst. Das war halt geschichtlich so. Oh, da kann man aber einiges noch einstellen hier. Heidi Witzka. Also wir lassen das einfach mal auf den Standard. Enddatum. Kein Enddatum, das kann man auf jeden Fall einstellen. Wer weiß, wann wir enden wollen und wo wir hinkommen. Und gut. Ja, würde ich sagen. Kann ich hier nicht. Ah, ungarische Wanderung. Okay, die KI ist so ungarische Wanderung zwischen. Ah, okay. Oh, 1800 fangen wir ja nicht an. Ich kann jetzt hier nicht die Zeit noch zurückdrehen, ne? Nee, das geht nicht. So, gut, das sind die Spielparameter, die wir haben. Da kann man ja einiges einstellen. Und ja. Ich würde mal sagen, klicken hier mal auf Spielen. Und dann kann ich keinen eigenen Charakter erstellen. Okay, das hätte ich jetzt aber erwartet. Gut, dann werden wir uns jetzt als erstes erstmal um den Erben kümmern müssen. Ehepartner haben wir einen. Schon ziemlich alt. Da werden wir keinen Erben mehr mit hinkriegen. Doch, Kinder haben wir hier doch. Ah ja, guck mal an. Befindet sich in Stendal. Auch schon über 30 Jahre alt. Unverheiratet, unverheiratet, unverheiratet. Okay, dann müssen wir die erstmal demnächst hier verheiraten. Da haben wir einiges zu tun. Okay. Aber wir schauen erstmal, wie weit oder wo wir denn jetzt hier was uns gehört. Die Grafschaft von Stendal. Den Titel könnte man umbenennen, wollen wir aber gar nicht, weil es ist ja die Grafschaft von Stendal. Wir könnten jetzt sagen, das ist die Altmark hier, aber muss ja nicht sein. So, gehört zum Herzogtum Ostfalen. Königreich von Deutschland und Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Königreich Deutschland, ich glaube, das besteht sogar im aktuellen Moment, oder? Und gucken wir mal ganz kurz, wie groß das wäre. Sehe ich das nicht hier? Das wäre Deutschland. Ah, okay. Das wäre das Königreich Deutschland, was man gründen kann wahrscheinlich oder was es sogar gerade aktuell gibt. Gibt es das? Nee, noch nicht geschaffen. Also es gibt es noch nicht. Antragsteller 0. Aber das könnte man schaffen. Das heißt, wenn man diese ganzen Provinzen hier besitzt, sein eigen nennt, also beziehungsweise dort halt Vasallen und ähnliches hat und den Titel von mehreren Herzogtümern dann in sich trägt, die jetzt hier drin verteilt sind, dann kann man das Königreich Deutschland gründen und wird dadurch aufsteigen vom Herzog zum König. Zum Beispiel. So. Oder Großherzog? Ich weiß gar nicht, ob man Großherzog dafür sein. Okay, also, das haben wir auch schon mal gesehen. So, dann gucken wir uns jetzt generell Stendal mal an. Dort ist der Burgausbau, Festungsstufe wäre 2. Wir könnten 250 Leute in einer Garnison haben hier. Bekommen 2 Gold, 22 Steuern. Haben eine Beute. Okay, das ist wahrscheinlich das, was man momentan uns wegnehmen kann. Ja, wir besitzen 26 Gold. Davon können schon mal 23 weggehen. Und können 313 Leute ausholen.
Die Kultur ist polabisch, das habe ich jetzt auch, das lese ich zum ersten Mal. Ausländische Kultur, Teil der westslawischen Gruppe. Aha. Also zielt sich eher auf Polen bzw. auf Slawisch hin und der Glaube ist Katholizismus. Nö, was anderes haben wir ja momentan noch nicht zur Auswahl. Keine Geschichte am Rande. Baronie von Gardeling, nee. Weben, das müsste eigentlich Werben heißen. Also da fehlt ein R im Namen. Aber das kann ich leider nicht ändern. Also das würde ich gerne ändern wollen. Kleine Geschichte am Rande. Also mein Heimatort wird wahrscheinlich das hier Gardeling sein soll. Dann müsste das hier so ungefähr liegen. Und den gibt es sogar zu dieser Zeit schon, denn er wurde 1035 das erste Mal urkundlich erwähnt. Ja, deswegen spiele ich auch die Region, weil halt meine Heimat. So, das schon mal zu dem. So, einen Titel, um mich umbenennen. Hätte jetzt echt gedacht, dass ich dann einen anderen Charakter erstellen kann. Dass ich mit einem neuen Charakter starten kann. Ich muss doch nicht den alten hier übernehmen. Naja, gut, egal. So, okay. So, wir haben die Grafschaft aus Stendal, ja, das war bestimmt schon mal. Was ist los hier? Neuer Erbe, euer Sohn Tankmar von Groningen ist euer neuer Erbe. Ja, das ist doch schon mal gut. Das sollte auch so sein. Aber ich weiß gar nicht, wie der jetzt dazu gekommen ist. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt benennen können. Also das, weil die Zeit läuft ja nun nicht weiter. Aber vielleicht läuft immer, das war schon früher immer so ein bisschen das kleinere Problem, was die Spiele mal hatten, immer wenn man eine Aktion gemacht hat, ist die Zeit ein Stückchen weitergelaufen. Also obwohl man in der Pause war, aber wenn man hier was angeklickt hat und da was gemacht hat, dann ist immer die Zeit ein Stückchen weitergelaufen. Das kenne ich noch aus dem vorigen Teil, der hatte das glaube ich auch. Na gut, mach's dir nix, aber wir haben noch 26 Gold, das ist jetzt nicht das meiste. Und er ist jetzt unser Erbe und der Erbe hat keine Ehepartner. Zufrieden, Rohling. Ja, Unfall befindet sich in Stendal, katholisch. Sieht auch sehr kirchlich von der Kleidung her aus. Aber da müssen wir jetzt mal einen Ehepartner finden. So. Und damit wir... Achso, ja. Ehepartner finden. Das kommt als zweites oder als drittes dran. Wir müssen erstmal das Reich uns angucken. Ich selber habe eine Domäne. Da müssen wir natürlich nochmal gucken, dass wir da vielleicht die eine oder andere uns noch wieder zurückerholen. Dass wir sozusagen den Domänen verteilen und sozusagen er jetzt eine Domäne hier bekommt. Ne? Also dass wir die Baronie von Gardeling ihm zuweisen. Dass er dort Chef von der ganzen Sache ist oder dass wir da Chef werden. Das müssen wir mal gucken, wie das ging, aber das kann man auf jeden Fall machen. So, also man kann die denn hier ersetzen und kann dann sagen, so, das ist jetzt erstmal meins, damit man erstmal alles in einem Besitz hat, aber ja, man soll ja durchaus mehrere Köpfe haben. So, Lehnsautorität ist 1 bzw. 2. Begrenzautorität verabschieden. Ach, das ist ein Gesetz, das ich hier verabschieden kann. Okay. Das ist gerade aktuell. Aha. Direkter Basal, Meinung plus 10. Okay. Also das hat dann darauf Wirkung, wenn ich hier die Autorität sozusagen beschneide. So. Also momentan haben meine Basalen können tun lassen, was sie wollen in ihrem Gebiet und ich habe da nichts zu sagen, großartig. Und, also sie müssen bloß Steuern abdrücken und natürlich ein Aufgebot stellen, wenn ich danach rufe. Aber naja gut, da könnte nicht allzu viel kommen. Aber hier kann ich dann zum Beispiel den Titel aberkennen und ähnliches. Also da kann ich ein bisschen was machen. Okay, das sind die Gesetze, die jetzt gerade herrschen hier. Beim Bürgermeister, Republik. Aha, eine nicht spielbare Regierungsform. Ja, eine Republik und so. Na okay, keine Möglichkeit in seiner Stadt. So, okay, Nachfolger ist ja geklärt. Und dann gucken wir uns jetzt mal unseren Rat an, indem wir haben, das ist unsere Frau, generell, ne, die ist ja immer mal da. Und dann haben wir hier einen Bischof, der, welche Werte hast du? Och, so kirchlich ist der gar nicht, ne, gut gebildet, 10 geht schon mal. So, du bist hier mit 17 Verwaltung schon mal recht gut unterwegs. Bürgermeister Wiechmann, ist das so 17 Jahre alt, also ist noch relativ jung. Das heißt, der wird uns eine ganze Weile erhalten bleiben. Und den kann man auf jeden Fall noch ein paar Aufträge geben. Und der soll Steuern eintreiben. Das ist sozusagen sein... Ups, zurück. Oh, ist er dabei, ne? Steuern eintreiben macht er gerade. Okay, so... Der Ratskanzler, Diplomatie nur 4, also ich glaube, da können wir auf jeden Fall uns verbessern. Okay, da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht einen sehr diplomatischen Menschen an den Hof kriegen, damit dieser Wert hier einfach besser wird, weil das ist ja null Grundwert Diplomatie und ist hier in der
ja, in der Geschichte bei uns jetzt hier im Rat. Also das, nein, das muss nicht sein. Da müssen wir mal gucken, der Reichsmarschall mit 13, der Ratsmarschall, der hat auf jeden Fall schon mal ganz gute Grundwerte, um auch ein bisschen was im Militär zu machen. Und unser Ratsspitzel ist sehr gut mit Werten 18. Ich glaube, 20 ist das Maximum, was man sozusagen theoretisch erreichen kann. Kann aber auch sein, dass ein bisschen mehr geht. Also das ist nachher durch die Ambitionen und Ähnliches, kann man sich da ja was dazu holen. Gut. Heißt also, oh, was ist das hier eigentlich? Euer Reichspriester unterstützt euch nicht. Ja, die müssen wir... Die müssen wir wirklich mal irgendwie... Irgendwie ein bisschen... Naja. Also sie sind generell schlechter Meinung. Also ich scheine kein sehr guter Herrscher zu sein. Denn er hat ja auch eine Wertung von minus 10, eine gute Herrschaft, okay. Das macht schon 18 Punkte aus, aber... Ja... Mitfühlen gegen sadistisch. Wer ist denn sadistisch? Bist du sadistisch? Logistiker, zäher Soldat, bescheiden, mitfühlend, ehrlich. Ich bin sadistisch? Moment. Ich? Was bin ich denn für ein Mensch? Sadistisch, das ist ja fürchterlich. Ich wollte echt gerne einen eigenen Charakter erstellen. Muss man mal gucken, ob das nicht wirklich geht. Hm, naja, gut. Da kann mich ja gar keiner leiden hier. Das muss ich wohl loswerden irgendwie. Also selbst ich wäre ein besserer Diplomat als unser Ratskanzler hier. Da müssen wir durchaus mal was gegen tun. Das heißt, also ich könnte ja jetzt theoretisch mal mit meinem Sohn nach einem Ehepartner gucken. Und dann legen wir dort mal Wert oder suchen wir Bündnisse, Heiratsprozess. Nee, das interessiert mich nicht. Kann ich da nicht nach suchen oder kann ich da nicht nach sortieren? Und sortieren nach Diplomatiewert. Oh, guck mal, da sehen wir auch schon, 21er Werte sind hier möglich. Es geht es gut. Okay, also sie ist erstmal gesund. Hier gibt es einige Eigenschaften. Kraftlos ist natürlich nicht so doll, aber intelligent ist gut. Kriegsführung plus 3. Gottes Willen, das ist richtig gut hier. Was sie da hat. Wunderschön, ist natürlich auch nicht schlecht. Debbie Lane. Und es ist wahnsinnig. Das ist natürlich, diese Eigenschaft ist vererblich. Ah ja, okay, das sind die erblichen Eigenschaften. Na gut, das ist, da müssen wir auch drauf achten, dass da ein bisschen was Besseres bei rumkommt. Intelligent wäre ganz gut. Judith 21 hat nicht die höchste Meinung von mir. Das geht ja schon mal, aber vielleicht vom Ehepartner. Und ist 20 bei der Diplomatie. Ist zwar bayerisch, aber es wird zu machen, so ist es halt. Wollen wir mal gucken, ob wir sie davon wird annehmen. Sehr schön. Da würde ich sagen... Das probieren wir einfach mal. Und dann haben wir zumindest schon mal eine gute Diplomatin bei uns. Die wird dann halt eben als Ratskanzler eingesetzt. Denn höherer Diplomatiewert kann hier natürlich nur dafür sorgen, dass es hier ein bisschen besser geht. Der Typ wird mich dann noch weniger leiden können. Aber hey, was willst du machen? So ist es manchmal, ne? So, wen haben wir denn noch hier Schönes? Geschwister. Achso, jetzt müssen wir dich noch ein bisschen verheiraten hier. Öffnen von Groningen. So. Du siehst ja witzig aus. Was bist du für ein Mensch? Du bist ehrlich, das ist schon mal gut. Bescheiden und gefühllos. Das ist natürlich nicht so gut. Ein flüchtiger Schatten ist er generell. Ist auch schon 31 Jahre alt. Also sie sind alle schon relativ alt. Da müssen wir auch nochmal einen Ehepartner finden für. Und ich würde sagen, auch etwas Hochintelligentes wäre natürlich sehr schön. Hanna Löhmann hat kraftlos. Das ist natürlich kein schön. Intelligent ist immer gut. Genie und Keucher. Haben wir hier. Sammler, das ist auch nicht gut. Ja, die roten nur hier ein bisschen Bluter. Oh, Bluter ist gar nicht gut. Das darf jetzt gar nicht in die Familie kommen. So, hier hätten wir fruchtbar. Eine 20-jährige fruchtbare griechische junge Dame. Aber mit sehr hohen Bildungswert. Das heißt also, die könnten wir durchaus dann hier einsetzen, wo es auf Bildung ankommt. Und da würde ich mal sagen, gut, hat jetzt natürlich aber auch wirklich komplett die falsche Religion. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man jetzt sozusagen eine Orthodoxe in unseren Religionsamt mit hineinziehen. Aber wir könnten Bertha zu uns holen. Bertha klingt erstmal schon mal nicht schlecht. Ist ein bisschen stur. Naja, gut. Nachsichtig und stur. Das ist ja interessant. Das ist eine sehr interessante Kombination. Und dazu ist sie noch paranoid. Naja.
gut, aber sie ist halt relativ intelligent, kommt auch aus bayerischen Gebieten, wird sich hier wohlfühlen. Bei Judith haben wir maßvoll, das ist natürlich sehr schön. Mitfühlend ist natürlich auch sehr schön und sprunghaft. Nein, das ist jetzt nicht ganz so doll, aber sehr intelligent, französisch. Ah, wir probieren es mal mit Judith. Judith wird annehmen, plus 28 gesamt. Wir erhalten minus 100, Judith erhält plus 300. Also wir werden ordentlich uns von unserer Krone verlieren. Weil wir, sagen wir mal, nach unten heiraten, nicht nach oben heiraten. Aber hey, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unser Rad anständig aufgebaut ist und wir dort ein bisschen was zusammenkriegen. So, dann haben wir Hermann von Gröningen, 23. Ich würde ihn am liebsten zu meinem Nachfolger machen. Undurchschaubarer Intrigenspinner, na gut, okay. Gefühllos, das sind es aber auch alle, ne? Schüchtern ist er auch noch, aber ist eine ehrliche Haut. Na gut, suchen wir dir auch mal noch einen Ehepartner aus und den suchen wir jetzt nach. Was könnte man dann? Ach, wir könnten ja mal gucken, ob wir vielleicht eventuell auch hier noch jemanden im militärischen Bereich finden. Was ist denn das für eine Gegend? Okzidantisch. Ach, Okzident. Alles klar, okay, ja. Kulturoberhaut, Herzog Grün von Wilhelm von Antigua. Antiquianen. Gott. Was man hier alles, wo wir alle herkommen hier. Serbisch, Griechisch. Das ist schon Französisch, Sächsisch. Eine Sächsin. Sachsen, das Land, wo die schönen Mädchen wachsen. Großzügig, zornig, bescheiden. Großzügig und bescheiden. Das ist auch wieder. Okay. Ja, passt. Aber zornig ist natürlich nicht so schön. Was haben wir hier? Zart. Hier hatten wir wieder intelligent als vererbbare. Das ist natürlich sehr gut. Also intelligent, schüchtern, zornig, treuherzig, niedrige Geburt. Ja. Das würde dann auch wieder, genau, Minuspunkte bedeuten, aber sie ist wunderschön und kann das kann, oder intelligent und das kann sie auch vererben und sie ist noch jung. Dann nehmen wir die jetzt einfach und gucken wir mal, wie weit wir dann unseren Rat damit aufstocken können. So, was haben wir hier unten noch? Kein Lebenswandel ausgewählt. Das wollen wir natürlich. Wir wollen selber. Wollen sie selber eigentlich ein bisschen pushen bei uns? Ja, Diplomat. Nee, warte mal, bei uns. Wir müssen uns mal anklicken. Ja, eigentlich wäre Verwaltung schon nicht schlecht, ne? Wenn wir uns ein bisschen besser in der Verwaltung auskennen würden. Und da würden wir Schwerpunkt auf Pflicht, glaube ich, nehmen, ne? Bringt Verwaltung plus ein. Gegnerische Agenten. Annahmen minus 5, Höflinge und Gastmeinung plus 20. Ich denke, das ist erstmal sozusagen, damit es im Hofe ruhig wird und unsere Leute uns sehr gern haben, gar nicht so schlecht. So, dann kann ich nämlich hier irgendwann auch einen Vorzug dazu schalten. Aber gut, ich glaube, das werde ich vom Alter nicht mehr erleben. So, und jetzt sieht man schon, ne, das hat sich hier schon mal gut geändert. Wir müssen jetzt hier unseren Ratsverwalter, den müssen wir uns auf jeden Fall noch ein wenig, ja, sagen wir mal, etwas an unsere Brust nehmen und hoffen, dass er bei uns bleibt und dass er auch uns wohlgesonnen wird. Also da könnte man dann vielleicht eventuell mal das ein oder andere Gelage veranstalten oder ähnliches. Nur wo wir uns den ganzen Rat einladen. So, dann haben wir jetzt erstmal durch Heirat, upsala, durch Heirat hoffen, so, da habe ich jetzt die Leertaste gedrückt, durch Heirat hoffen sich hoffentlich ein paar neue Leute, denn die bei uns dann am Hofe auch zugange sein könnten. Und dort auch was werden könnten. Wir könnten auch schon Camilla nehmen für hier. Aber da werden wir mal gucken, dass die Frau das natürlich macht. Von unserem Sohn. Damit wir dort ein bisschen sozusagen ein paar bessere Leute drin haben. Und hier muss man ja ehrlich sagen, also die junge Dame hier, die ist ja natürlich, die passt sehr gut. Da können wir auch einen Ehepartner zu finden. Oh, das ist natürlich sehr gut. Da gucken wir mal, dass wir da vielleicht auch noch einen verheiratet kriegen. Aber das soll dann bei uns bleiben. Und, also sie soll ja denn nicht wegheiraten vom Hof. Und da wäre auch militärisch gesehen. Und wie alt bist du denn? Du bist 20, so 35-Jährige will ich dir auch nicht antun. Reichsmarschall und Ritter von uns. Das ist er hier. Ah, na guck mal, dann können wir die doch miteinander verheiraten. Und dann bleiben beide da. 18, 20, passt auch. So, beide erhalten 100 Bekanntheit dazu. Dann brauchen wir auch das nicht. Weil sie bleibt dann ja bei uns am Hof. So. Heirat. Na, das ging ja fix. Sehr schön. So. Dann sind sie uns natürlich auch wohl gesonnen.
Ratschläge, Enzyklopädie, die zahlreiche Konzepte und Begrifflichkeiten und das zu erlernen. Ja, das kennen wir schon. Wenn ich mir verstehe. So, vier Angelegenheiten haben wir noch. Derzeitige Lage, Meinung erhöhen. Vorschlag, die Meinung erhöhen, die Herzog Orduf von euch hat. Das wäre hier gewesen, ne? Nee, oder? Das ist Bürgermeister, wieso Herzog Orduf? Wer ist Herzog Orduf? Hallo? Herzog Orduf? Ach, das ist unser Chef hier. Wer ist das hier? Dessen Vasall wir sind. Eieiei, das ist natürlich Herzogtum von Angria. Angrien ist das hier. Okay. Ja, nö. Also, er hat 6 Titel, 11 beanspruchen. Also, Graf auf Stendal, durchgesetzter Titel. Eieiei, also wir sind jetzt hier von seines Gnaden zwar, aber ja, der Landesherr hat natürlich die Kaiserkrone auf. Über die Original-Kaiserkrone. Also, sieht ja wirklich so aus. Ist in Wien noch zu bestaunen. So, derzeitige Lage, laufende Wahlen, Heiligen Römischen Reich, da haben wir nichts mit zu tun, Familienmitglieder können heiraten, 3 Sohn, 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 das haben wir schon. Okay, ihr könnt Herzog den Krieg erklären. Warum sollte ich ihm den Krieg erklären? Das bringt uns ja gar nichts. Da haben wir nichts von, wenn wir da oben rumwildern. So, okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal weiter, dass die Hochzeiten jetzt durchgehen. Und dann haben wir uns sozusagen schon mal ein bisschen eingelebt in unsere Domäne und dann können wir vielleicht noch gucken, was es hier alles Schönes gibt, wenn wir Gebäude neu errichten wollen würden, aber wir haben leider das Geld nicht dafür. So, und da haben wir eine Hochzeit zu verkünden. Seid gegrüßt, Graf Thima von Stendal. Ich nehme die vorgeschlagene Heirat an. Euer Sohn Hermann und meine Bekanntschaft Gilgis. Gehen den Heiligen Bund der Ehe ein, möge Gott ihnen ein langes Leben und viele Kinder schenken. Gezeichnet, hast du nicht gesehen. Erfreut. Ausgezeichnet. So, dann haben wir hier gleich die nächste Hochzeit. 3 Hochzeiten an einem Wochenende durchziehen hier. So, ich lasse meine Untertanen unbeschwert und ohne Sorgen genießen. Dann kriegen wir 350 Prestige dazu. Das ist schon mal ganz gut. Und hier können wir auch noch ein Ausgezeichnet hingeben. Das heißt, die Hochzeitsfeierlichkeiten sind nicht vom Volke bezahlt, was uns dann auch kein Geld einbringt. Das ist aber erstmal nicht weiter schlimm. Wichtig ist, dass wir Prestige haben, damit wir bekannt geben und damit wir dann oder bekannter werden, auch im Reich, und wir eventuell vielleicht die ein oder anderen Job übernehmen können, dann später mal. So, wir dürfen jetzt auch schon 5 Domänen besitzen. Durch den einen Punkt mehr in Verwaltung, den wir bekommen haben, haben wir das große Glück, dass wir das dürfen. So, okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, neue Gesetze. Euer Landesherr hat das Gesetz begrenzte Lehnsautorität erlassen. Das heißt, er kann jetzt uns den Titel aberkennen. Bei Seien können entzogen werden, wenn Seien eines Clanführungs geben, mindestens 5% des Aufgebotes und 2% der Einnahmen. Ah ja. Oh, das gefällt mir ja gar nicht, wenn mein Chef sowas sagt. Ne? Also wenn mein Meister jetzt der Meinung ist, er könnte jetzt hier wildern wie verrückt. Naja gut, wir werden mal gucken, wie sehr er das durchsetzt. Und also unser Ziel ist es eigentlich erstmal, unseren Titel zu konsolidieren und eventuell dann von so einer Nachbarkolonie hier, also so Braunschweig oder sowas, dass wir da rein heiraten, dass wir mit denen ein bisschen diplomatische Verknüpfung, Verbindung haben und dann uns annähern und näher kommen und eventuell dann über die Heirat den Titel mitbekommen. Wenn es nichts anderes geht, dann müssen wir da auch mal mit dem Wert hin, aber ich versuch's auf jeden Fall immer über die Diplomatie. Gut. Okay. An neue Titel zu gelangen. Und weil ich jetzt hier ein ganz bestimmtes Gebiet sozusagen bekomme, dann gibt es ja jetzt hier so die Herzogtümer. Wenn wir jetzt hier Ostfalen zusammenbekommen, dann kann ich nämlich Herzog von Ostfalen werden. Müssen wir mal gucken. Anspruch auf diesen Titel haben der Jurteil von. Also den Titel gibt's momentan. Ihr habt keinen Anspruch auf diesen Titel. Im Reich Grafschaft Stendal gehört mir, müssen wir Grafschaft Braunschweig, Danneberg, Hamburg und Lüneburg quasi beieinander haben. Und dann könnten wir Anspruch auf diesen Titel bekommen. Anspruchsteller gibt es 5. Da sehen wir sie. Also da sind einige dabei. Eieiei, nur wir nicht, ne? Also da sind schon, da gibt es schon ein paar. So, also das ist, wäre dann sozusagen ein Ziel, was man zusammenbekommen kann, damit man dann hier weiter zusammenbaut oder was Größeres wird. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge.
Reichsverwaltung müssen wir noch durchgucken. Wir müssen noch beim Militär noch mal kurz durchgucken, wie es da so aussieht. Wir müssen den Rat noch ein bisschen neu zusammensetzen und dann können wir uns natürlich um diese Sachen hier unten noch kümmern. Entscheidungen, die gerade anliegen. Bitte einladen. Ach ja, hier können wir natürlich dann mal so ein paar Sachen unternehmen, die wir denn, da können wir dann halt eben unseren Ruf verbessern, indem wir einfach sagen, hey, wir machen mal ein kleines Gelage und werden alle Ritter an den Hof einladen. Da müssen wir mal gucken, welche Ritter wir haben momentan. Wir haben 5 Bürgermeister Bichon von Werm. Das sieht schon mal ganz gut aus. Einen Gast haben wir da gerade, den könnten wir rekrutieren, also das ist schon ganz gut. Also nein, gibt so einige, die wir denn da zu Rittern machen könnten. Wir könnten auch unseren Nachfolger eigentlich mal zum Ritter machen. Oder kann ich das nicht mehr? Ich glaube, ich darf nur 5 von 5 besitzen, ne? Na gut, dann geht es halt eben nicht. Dann muss ich dann irgendjemanden quasi das entziehen, aber das will ich eigentlich auch nicht. Aber eher so darf man Ritter sein. Ja, das ist okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.